Wenn Sie bereits unseren Imagefilm gesehen haben sollten, ich blende für die YouTube-Version dieses Films einmal den Link oben ein, beziehungsweise unten im Textsegment werde ich es zusätzlich nochmal verlinken. Also wenn dieser Film Ihr Interesse geweckt haben sollte und Sie eine technische Ausbildung abgeschlossen haben, inklusive einschlägiger Berufserfahrung oder gegebenenfalls technische Fortbildungen abgeschlossen haben und dann last but not least oder einfach nur beruflich auf- oder umsteigen wollen, dann nutzen Sie die Gelegenheit, in den nächsten 20 Minuten mehr zu erfahren über Ihre Perspektiven nach erfolgreichem Studienabschluss, das Curriculum in den wählbaren Vertiefungsrichtungen, zwei Vertiefungsrichtungen können wir anbieten, oder einfach Fragen zur Anrechnung bzw. der Studiendauer und also nicht zu vergessen der Kosten, dann bleiben Sie dran. Mein Name ist Günther Bühler und ich bin der Studiengangskoordinator für den berufsbegleitenden Bachelorstudiengang im Wirtschaftsingenieurwesen. Die mit gut 3000 Studierenden eher kleine, überschaubare Hochschule Harz ist mit ihren drei Fachbereichen an zwei Standorten vertreten. Da ist zum einen Halberstadt mit dem Fachbereich Verwaltungswissenschaften und dann in Wernigerode die beiden Fachbereiche Wirtschaftswissenschaften und Automatisierung und Informatik. Was kann man nun in Wernigerode am Fachbereich Automatisierung und Informatik studieren? Sie sehen hier eine Zusammenstellung sämtlicher angebotener Studiengänge. Die meisten bzw. alle bis auf einen sind Vollzeitstudiengänge und wir wollen uns hier konzentrieren auf den berufsbegleitenden Studiengang im Wirtschaftsingenieurwesen, der ist im Wesentlichen, was das Curriculum betrifft, identisch mit dem Vollzeitstudiengang. Akkreditiert wie alle unsere Studiengänge, was für Sie bedeutet den Nachweis eines gewissen Qualitätsstandards. Auf die Zielgruppe bin ich eigentlich in meinem Intro schon eingegangen. Wenn Sie also eine abgeschlossene Berufsausbildung haben, inklusive einschlägiger Berufserfahrung, nicht und dann zusätzlich, das hatte ich vorhin nicht erwähnt, einen staatlich anerkannten internationalen akademischen Abschluss anstreben, nicht, dann ist das genau das Richtige für Sie. Die Zugangsvoraussetzungen, nicht zweierlei oder dreierlei, wie man möchte, einmal die allgemeine Hochschulzugangsberechtigung ist klar, nicht, oder ein adäquater Abschluss, nicht, und wenn das nicht vorliegt, dann gibt es noch die Möglichkeit der sogenannten Feststellungsprüfung oder auch Immaturenprüfung genannt. Da weisen Sie nach, beziehungsweise wir unterstellen Ihnen eine gewisse Reife, nicht erworben durch Ihren Beruf, die einem Abitur äquivalent ist. Nicht? Wir prüfen das dann ab in drei Bereichen. Das ist einmal Mathematik, Englisch und, sagen wir mal, technisches Allgemeinverständnis. Nicht Perspektiven, das sieht so ein bisschen schon nach Ende aus. Ich habe mich entschlossen, diese Folie jetzt reinzutun. Die beiden ersten Stufen dieser Pyramide, die haben Sie bereits erklommen. Wenn Sie bei uns beginnen möchten mit dem Studium, steigen also vor dem Bachelorstudium ein. Und Sie sehen, der Weg nach oben ist offen bis zum Doktor, so Sie denn Lust verspüren, auch bis dahin zu gehen. Es gibt gesetzliche Vorgaben allgemein für Bachelorstudiengänge und zwar, nicht erst genannt, mindestens 180 Credit Points müssen diese umfassen, wobei ein Credit Point nichts zu tun hat mit, sagen wir mal, Ihrem Abschluss, mit den Noten und so weiter. Das ist einfach der Workload, so kann man es übersetzen, von dem wir glauben, dass Sie ihn investieren müssen. Und wir rechnen da 25 Arbeitsstunden pro Credit an. Manche benötigen mehr, manche weniger. Das ist ganz natürlich. Weitere Vorgaben, weil es berufsbegleitend sein soll und auch für Sie studierbar sein soll, sind 20
Credit Points pro Semester, die wir vergeben. Wir werden gleich in der nächsten Folie sehen, pro Modul sind es 5 und die 20 Credit Points ist also gemittelt übers ganze Studium. Also berufsbegleitend bedeutet eben, die Arbeitslast moderat zu halten, und das bedeutet dann, rein rechnerisch sind Sie dann also in 9 Semestern fertig. Dann gibt es natürlich noch den Punkt Anrechnung, Anerkennung. Ich nannte es bereits im Intro, sicherlich für Sie ein sehr wichtiger Punkt. Da heißt es aber auch gesetzlich, also sind maximal bis zu 50%, also das heißt 90 ECTS, anrechenbar, obwohl das eben selten erreicht wird. Hier sehen Sie mal eine Übersicht über das gesamte Studium, eingefärbt für die verschiedenen Bereiche. Also Sie sehen eher technisch orientierte Fächer in Grau, in ja, Rosa, sieht fast rosa aus. Und unten in dieser Kuchengrafik, dass man das mal so optisch sieht, das ist da durchaus eine gesunde Mischung zwischen wirtschaftswissenschaftlichen und, sagen wir, naturwissenschaftlich-technischen Fächern ist. Ganz am rechten unteren Ende sehen Sie, oder am letzten Ende sehen Sie die 2 Vertiefungsrichtungen, auf die ich gleich noch zu sprechen komme. Oben die 9 Semester alle aufgeteilt und dann wie viele Credit Points pro Semester dazu durchzuarbeiten sind. In der nächsten Folie die beiden Vertiefungsrichtungen, einmal eher klassisch Logistikmanagement mit den entsprechenden Modulen, die wir da anbieten. Dann gehe ich mal zur anderen Seite. Hier das eher zukunftsorientierte Fachgebiet erneuerbare Energien mit auch unten sehen Sie technische Fächer, technische Module, Wind- und Wasserenergie, Solarthermie und so weiter. Und eben auch wirtschaftswissenschaftliche Aspekte. Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, bieten wir also optional einen Mathematik-Online-Kurs an. Der ist nicht verpflichtend. Wenn Sie den in Anspruch nehmen möchten, also es ist kostenpflichtig, 200 Euro, aber wenn Sie mit dem Studium beginnen, werden wir Ihnen das, also werden wir diesen Betrag verrechnen. Die Studienbewerbung, die Frist für die Bewerbung endet jeweils am 15. Juli des laufenden Jahres. Wir immatrikulieren stets einmal im Jahr zum September. Wir kommen gleich noch auf eine Folie, die so den Ablauf für Sie darstellt, dass Sie mal einen Eindruck bekommen, wie das Studium gestaltet ist. Die maximale Gruppengröße ist auf 10 bis 20 Personen limitiert. Das liegt im Wesentlichen daran, dass unsere Laborkapazität eben nur so viele gleichzeitig Anwesende zulässt. Wir müssen ja diese Labore an diesem einen Wochenende stattfinden. Wir können es nicht wie im Vollzeitstudium, also über mehrere Wochen, strecken. Es gibt Präsenzveranstaltungen in Wernigerode und die sogenannte Selbstlernphase. An diesen Präsenzwochenenden, an denen Sie hier sind, werden Sie für die technischen Fächer eher Laborveranstaltungen absolvieren, in den wirtschaftswissenschaftlichen Bereichen Planspiele oder einfach nur Diskussionen mit Kommilitonen, spezielle Fragestellungen beantwortet bekommen, die man also im Wesentlichen oder am besten nur in der Gemeinschaft lösen kann. Freitag, Samstag und Sonntag die Veranstaltungen. Und dieses Wochenende wird dann eben abgeschlossen mit einer Klausur am Sonntag. Ja, wir als kleine Hochschule sind es gewohnt, eine eher individuelle Beratung bereitzustellen. So können Sie also auch davon ausgehen, dass wir auf Ihre Bedürfnisse, nicht, sei es beruflicherseits, sei es gesundheitlicherseits, familiär, wie auch immer, besonders Rücksicht nehmen und dann versuchen, da eine Lösung zu finden, wenn es beispielsweise um Klausurtermine geht oder Ähnliches.
Ich sprach das bereits an. Unser didaktisches Konzept besteht eben aus dieser Selbstlernphase, 4 Wochen in etwa, wo Sie selbsttätig Ihren Stoff erarbeiten, selbstverständlich unterstützt durch Bücher, E-Learning-Elemente oder Skripte oder einfach die Möglichkeit für Sie, dass Sie den Dozenten kontaktieren können. Und dann in der zweiten Phase Präsenz vor Ort. Da geht es eben in den wirtschaftswissenschaftlichen Fächern los mit einer Eingangsklausur, die sicherstellen soll, dass alle auf gleichem Niveau sind und der Dozent dann am darauffolgenden Präsenztermin 4 Wochen später dann, sagen wir mal, den gleichen Level erwarten kann. Naja, Vermittlung weiterer Grundlagen und spezifisches Fachwissen, nicht alles das, was man so interaktiv am besten klären kann, Erfahrungsaustausch und wie ich schon sagte, in den technischen Fächern geht es dann um das Absolvieren der Laborversuche, das mehr oder weniger lange dauern kann, meistens an 2 Tagen, je nachdem wie viele Teilnehmer und wie viele Versuche da zu absolvieren sind. Und dann erfolgt abschließend eben die Prüfung. Ja, hier der Plan. Ich will da gar nicht im Einzelnen eingehen auf die Fächer. Sie sehen eben am 19.09. Im letzten Jahr haben wir gestartet mit der Begrüßungsveranstaltung und dann sogleich Mathematik. Das sehen Sie auch gleich. Ich gehe mal so ein bisschen aus dem Bild. Die Mathematikveranstaltung ist aufgeteilt auf 4 Präsenztermine. Auch als Reaktion auf die Wünsche ihrer Vorgänger. Der Studierenden, die das also besser fanden, nicht Mathematik in einem Block zu absolvieren, sondern durchaus verteilt. Ja, wie sieht nun so ein Wochenende aus? Da habe ich jetzt mal meinen Ablauf Ihnen dargestellt, nicht alle 3 Tage beschrieben, was da so stattfindet und mit wem, in welchen Räumen. Und ich persönlich stelle Videos bereit auf YouTube. Das ist nicht die Regel, aber da würde ich, also für meinen Fall, die Versuche zum Beispiel beschreiben, die Laborversuche, dass Sie schon mal einen Eindruck bekommen, was Sie hier so erwartet, wenn es losgeht. Und unten dann so ein paar Hinweise für die Prüfung, für die Klausur. Jetzt denke ich, sind wir so weit, dass ich Ihnen einmal unsere Labore vorstellen kann. Folgen Sie mir doch einfach auf dem Weg durch unsere Labore, etwa so gut 2 Minuten. Ich gehe dazu mal aus dem Bild. Die Reihenfolge der einzelnen Labore hier ist dem Curriculum nachempfunden. Hier im Industrieroboterlabor diverse Roboter unterschiedlicher Freiheitsgrade. Ein Versuch im Regelungstechnik-Modul ist dieses inverse Pendel oder auch Segway genannt, wo es da um das Ausregeln dieses Stabes geht. Auch ein weiterer Aspekt, der sogenannte Verladekran, wo es also darum geht, Schwingungen zu unterdrücken beim abrupten Geschwindigkeitswechsel, um schneller verladen zu können. Physik im 2. Semester, diverse Versuche, das Pohlsche Rad oder Impulsaustausch, unelastischer Stoß, wie man sieht. Ein Aspekt im Fertigungstechniklabor ist die sogenannte Koordinatenmessmaschine, Zeiss-Koordinatenmessmaschine, wo es um hochgenaues Vermessen in allen 3 Achsen geht. Ein weiterer Aspekt, die 2 3D-Drucker in der Vertiefungsrichtung Logistikmanagement Engineering. Der Windkanal, die andere Vertiefungsrichtung erneuerbare Energien, wo es darum geht, eine Windkraftanlage zu vermessen bezüglich ihrer Leistung und ihres Verhaltens bei unterschiedlichen Windgeschwindigkeiten bzw. Lastzuständen. Da wird gerade die Drehzahl gemessen. Auf der anderen Seite des Windkanals dasselbe Labor, die Solarthermieanlage, auch Vertiefungsrichtung erneuerbare Energien mit der künstlichen Sonne dort. Werden Wirkungsgrade und Leistungsvermögen vermessen. Prozessleittechnik, wieder die andere Vertiefungsrichtung Logistikmanagement, die sogenannte Leitwarte. Und im selben Labor im Nebenraum die
Prozessleittechnik, Verfahren und Befüllen von Stückgut. Auch ein Aspekt in diesem Labor ist die Experimentierwand zur Verfahrenstechnik. Da geht es also so um Flüssigkeiten, solche Dinge. Auch um Flüssigkeiten geht es hier im Umwelttechniklabor, Wasseraufbereitung, Kläranlage könnte man auch sagen. Und dann abschließend die Biogasanlage, mit der Sie dann auch zu tun haben werden. Nun, nachdem Sie unsere Labore kennengelernt haben, zu Nicht-Corona-Zeiten geht das natürlich auch zum alljährlichen Tag der offenen Tür. Aber die letzten 2 Jahre waren wir da etwas beschränkt. Nachdem Sie die nun virtuell kennengelernt haben, kommen wir sicherlich zu einem Bereich, der Sie ganz besonders interessiert, nämlich Anerkennung und Anrechnung. Wir unterscheiden diese beiden Begriffe. Anerkennung sind in hochschulisch, also erworbene Kenntnisse, während Anrechnung außerhochschulisch erworbene Kenntnisse sind. Und der Vorteil für diese Anrechnung ist eben zum einen eine Verkürzung der Studiendauer, das, was Sie schon kennen und angerechnet bekommen haben, brauchen Sie hier natürlich nicht belegen und auch nicht bezahlen. Das wäre also eine Verringerung der Kosten. Bezüglich der Anrechnung gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum einen haben wir Kooperationspartner, Techniker, Technikakademien, im Wesentlichen die beiden wichtigsten oben genannt in Braunschweig. Was bedeutet das für Sie? Naja, nachdem wir diese Kooperationsverträge abgeschlossen haben, sind wir sehr genau im Bilde über die Rahmenlehrpläne dort. Die werden auch stets, also wenn neue Rahmenlehrpläne rauskommen, stets begutachtet von uns und angepasst an die neuen Bedingungen. Und der Vorteil für Sie ist, wir können Ihnen sofort sagen, entsprechend der Fachrichtung, die Sie erworben haben. Hier sehen Sie mal ein Beispiel aus der Technikakademie Teutloff in Braunschweig, das also abhängig von den Fachrichtungen wir dann auf der linken Seite, ich gehe mal hier rüber, auf der linken Seite hier sofort sagen können, welche Module Sie angerechnet bekommen haben, beziehungsweise wie viele Credit Points Sie angerechnet bekommen. Das müssen Sie natürlich nachweisen, das ist klar, aber sonst reicht ein Anruf bei uns und wir können Ihnen das sagen. Eine weitere Möglichkeit, sagen wir pauschal anzurechnen, bezieht sich auf die IHK-Abschlüsse. Auch hier eine Zusammenstellung der IHK-Abschlüsse, von denen wir sofort die Credit Points, die anrechenbar sind, Ihnen nennen können. Und dann gibt es noch die Möglichkeit der individuellen Anrechnung, nicht wenn Sie also noch zusätzlich möglicherweise oder auch nicht aus diesen Technikakademien kommen, nicht dann können Sie selbstverständlich auch Ihre Kompetenzen anrechnen lassen und das geschieht dann in dem individuellen Verfahren, was Sie hier sehen, ein sozusagen Auszug aus dem entsprechenden Antrag, dann machen Sie ein Kreuzchen und weisen das dann entsprechend nach, Ihre Kenntnisse. Nicht zum Verfahren sehen Sie hier das Ablaufschema, wir bekommen Ihren Antrag und ein Mitarbeiter schaut sich das an, prüft das nicht mit den Rahmenlehrplänen, ob da eine gewisse Übereinstimmung da ist und wenn ja, nicht, dann gibt es diesen Vorschlag, der dann weitergereicht wird, jawohl, wird anerkannt oder nicht und die Fachdozenten, die schauen dann nochmal drüber nicht, und geben dann ihr Okay. Die Anerkennung, nicht, es könnte ja auch sein, dass Sie in einer beispielsweise Fernhochschule Studiengänge absolviert haben, beziehungsweise einzelne Module. Auch das ist möglich, nicht, dann gibt es einen entsprechenden Antrag und da füllen Sie das, was Ihrer Meinung nach zutreffend ist, also das zu ersetzende Modul. Füllen Sie aus und wir prüfen das. Und wenn die Notensysteme einheitlich sind, nicht, also was weiß ich, innerhalb Deutschlands, wird das in der Regel so sein, nicht, dann können wir die Note übernehmen. Es gibt auch die andere Möglichkeit, wenn die nicht übereinstimmen, die Notensysteme, dann erkennen wir es an. Nicht, Sie müssen das Modul nicht absolvieren, aber dann wird es hinten am Ende bei der Durchschnittsnote eben auch nicht mitgerechnet oder nicht verrechnet.
Ja, kommen wir zum Abschluss. Der Studiengang ist natürlich kostenpflichtig. Ich habe hier mal die maximale Summe genannt, natürlich nur unter der Voraussetzung, dass Sie nichts anerkannt oder angerechnet bekommen haben. Dann wären es also 1.700 Euro pro Semester über 8 Semester lang, macht insgesamt 13.600 Euro. Die Bewerbung, wie ich schon sagte, zum 15. Juli des laufenden Jahres. Und wenn noch Fragen offen sein sollten, ich können Sie unsere Homepage im Internet finden oder eben gerne auch persönlich vor Ort. Hier sind wir drei, meine zwei Kolleginnen und ich, die also zuständig zeichnen für diesen Studiengang.